Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz 2. Wir befinden uns derzeit in der Elektrolythöhle und hier untersuchen wir das Ganze noch ein bisschen, weil wir haben ja immer noch in der vorletzten Folge, was mittlerweile schon, irgendwen sprechen hören und irgendwas mit Kobalium. Und hier ist nichts mehr. Das war das, was ich erwartet habe. Ich habe den Part hier beendet in der Hoffnung, in der Überzeugung, dass hier jetzt noch das mega Epic Event of Doom kommt, aber scheinbar gibt es hier nichts mehr. Und von hier kommen wir, glaube ich, rechts war auch eine Sackgasse. Dann haben wir hier alles durch, erstaunlicherweise. Dann weiß ich nicht, wer den Dialog geführt hat. Dann weiß... Also es wird doch nicht Bell gewesen sein. Keine Ahnung, wer das war. I don't know. Aber gut, dann haben wir die Elektrolithöhle durch, haben abgeschlossen, war der Part schon mal sehr produktiv bis hierhin. Und wir sind in Panaero City angekommen und ich mag die Musik sehr gerne, weil die ist irgendwie so stimmungsvoll direkt. Hast du schon mal von einer großen Passage namens Einklangspassage gehört? Das ist ein einzigartiger Ort, wo es jede Menge ausgefallene Läden gibt und ein Mann namens Erwin das Sagen hat. Da, wo heute Panaero City liegt, gab es früher nur Wildnis. Doch dann haben Pokémon und Menschen dieses Land gemeinsam urbar gemacht. Urbar ist auch so ein komisches Wort, ne? Benutzt man irgendwie auch so gut wie nie eigentlich. Na gut, was ist hier drin? Hallöchen, na du? Ich für meinen Teil bin ja sehr pingelig, was Pokémon-Attacken anbelangt. Und wenn es um technische Maschinen geht, verstehe ich es recht. Kein Spaß. Wo wir gerade von TMs sprechen, wie viele hast du denn bislang ergattert? Dann lass mich mal schauen. Nun, die Anzahl deiner TMs beträgt exakt 17. Oh, so etwas habe ich ja noch nie gesehen. Mir war nicht einmal bewusst, dass es solche TMs überhaupt gibt. Und jeder einzelne davon ist ein echtes Schmuckstück. Bei dem Anstieg schlägt mein Herz wahre Purzelbäume. Nimm bitte dieses KP Plus. Hier, als kleine Belohnung. Danke. Bisschen random, aber okay. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber da gibt es gewiss noch viele weitere TMs zu entdecken. Bring mir noch mehr und ich werde mich großzügig zeigen. Interessant. Keine Ahnung, was man hier alles so bekommen kann von ihr. Um in den Besitz einer Herzschuppe zu gelangen, werde ich Harmonietests machen oder der Dame in Maria City meine Pokémon vorführen. Ja, mach du mal, ne? Schutz wirkt nicht mehr. Brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Vielen Dank für den Hinweis. So, im Pokémon Center waren wir meiner Meinung nach schon komplett. Also haben auch mit jedem gesprochen, weil hier eben nur ganz, ganz wenige waren. Klar, wir könnten auch versuchen, nochmal neue Medaillen zu holen. Aber ich sehe den Typ da eigentlich gar nicht stehen, den... Der existiert gar nicht. Ich gucke gerade nach rechts. Wow, diese Treppe da ist wunderschön. Yay, gehen wir mal raus. Oh, niemanden gesehen. Nee, die Medaillen überzeugen mich irgendwie nicht so wirklich. Oh. Professor Esche. Sie habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallöchen. Hallo Flo. Endlich treffe ich dich mal persönlich und nicht nur über den Visocaster. Stimmt, wir haben uns noch nie getroffen, oder? Ich stelle mich am besten nochmal vor. Gestatten, Professor Esche. Du und dein Team, ihr habt es also inzwischen bis hierher geschafft. Danke, dass du meiner Bitte nachkommst und den Pokédex mit Daten fütterst. Und jetzt habe ich einen kleinen Überfall auf dich vor. Ich möchte nämlich deinen Pokédex bewerten. So. Die Anzahl der Pokémon, die in deinem Pokédex als gesehen verzeichnet sind, beläuft sich also auf 101. Aha, sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Hier ist eine kleine Belohnung. Was? Wir haben doch gerade mal 5 Orden und jetzt kriegen wir den Meister bald schon? Irgendwie ist dieses Spiel komplett anders, weil Legenden irgendwie von Anfang an relevant sind. So mit Kobalium. Zumindest klang es so, als wenn wir es demnächst fangen können. Wir bekommen Ramo zugeschmissen, wir bekommen Zorua zugeschmissen. Jetzt kriegen wir den Meister bald schon. Ziemlich komisch irgendwie. Der Meisterball ist der Ball der Bälle. Mit ihm gelingt dir jeder Fang, ganz gleich um welches Pokémon es geht. Auf Reisen trifft man viele Pokémon. Lass dir auf keinen Fall den Fang des Jahrhunderts durch die Lappen gehen. In den letzten 2 Jahren haben viele Pokémon ihr Revier gewechselt. Das bietet einerseits zwar Stoff für neue Studien, aber andererseits beschert es mir auch reichlich Überstunden. Professor Esche! Das ist wahrscheinlich Bell. Oder? Nee, Geraldine. Okay. Oh, so ein Zufall. Hallo Geraldine. Darf ich vorstellen, das ist Geraldine, die Arenaleiterin von Panaero City. Was heißt hier so ein Zufall? Sie haben mich doch extra darum gebeten, sie mit dem Flugzeug nach Twin Lakes City auf der anderen Seite des Wendelbergs zu fliegen. Sie sagten, zu Fuß käme man zurzeit nicht bis dorthin durch. Touché. Aber ich muss dich nur noch um etwas bitten. Noch um etwas Geduld bitten. Es gibt da nämlich etwas, das ich vorher im Turm des Himmels überprüfen möchte. Wartest du so lange auf mich?
Bis demnächst, Flo. Und vergiss nicht, sei immer schön lieb zu deinen Pokémon. Alles klar, Professor Esche. Turm des Himmels. Diese unbesorgte, ja fast schon kopflose Ader hat sie von ihrem Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber jetzt zu dir. Willst du gleich auf einen Arena-Kampf bei mir vorbeischauen? Oder möchtest du lieber erst Professor Esche folgen und im Turm des Himmels trainieren? Mir ist beides recht. Hauptsache, ich bekomme am Ende einen Kampf gegen einen starken Trainer geboten. Also können wir scheinbar auch jetzt schon in die Arena gehen. Werden wir aber nicht machen, weil das Maximallevel bei 39, glaube ich, liegt und unsere Pokémon teilweise noch bei 33, 32 rumdümpeln. Aber gegen Giraldine, ja gut, Zorak müssen wir gleich mal ablegen. Gegen Giraldine, wen würden wir da mitnehmen? Sidimantur, natürlich, ganz klar, ganz offensichtlich. Aber ansonsten, Elfun macht nicht so viel Sinn, ne? Und Elfun ist eines unserer stärksten Pokémon. Auch unserer taktisch stärksten, das ist schon gut. Na gut, hallo Todesbox, wir haben nicht viele Verluste erleiden müssen. Floink ist natürlich super schade. Felilu und halt auch Sonnenkern, Marshi. Was ja einen Heldenauftritt im Prinzip hatte oder einen Heldentod gestorben ist. Und jetzt kommt auch mal wieder ein neues Pokémon dazu, Zorak. Ich meine, der Levelunterschied macht deutlich, 12 und 32, wie viel Zeit dazwischen einfach vergangen ist. Okay, gegen den Arena-Leiterin. Sidimantur, auf jeden Fall. X-Bart ist vielleicht auch nicht verkehrt, weil wir eben Konfustrahl haben, einiges einstecken können, gut austeilen können. Ramot macht nicht so viel Sinn, weil es anfällig ist gegen Flugattacken, genau wie Elfen. Also wahrscheinlich diese drei hier, ne? Viel Wahl haben wir da ja nicht. Na gut, so hoffen wir mal, dass in der Rest in Peace Box nichts mehr dazukommt. Und ansonsten, Unlicht hatten wir jetzt hier, ne? Hier haben wir viele Pflanzen-Pokémon, Psycho, Molly Morba. Ich glaube, habe ich erstmal keinen Bock drauf. Und hier hätten wir ja immer noch Flampion, aber jetzt haben wir ein Feuer-Pokémon. Von daher würde ich erstmal nichts mitnehmen und den Platz offen lassen. Wollte ich nicht noch irgendwas machen? Genau, ich wollte eigentlich das Siegesänkchen noch entfernen. Und eventuell könnten wir das auch Dings geben, Ramot. Aber, weiß nicht. Siegesang halte ich für ein nicht ganz so geiles Item, weil es eben nur so super wenig heilt und auch nur genau dann, wenn man Schaden anrichtet. So, von daher komme hier, ab in den Beutel mit dir. So. Was trägt eigentlich Dings noch? Was tragt ihr beide? Maronbeere und Persienbeere und du trägst den Seidenschal. Ja, nehmen wir dir mal auch ab. Vielleicht wirst du ihn irgendwann nochmal brauchen, Basti. Vielleicht müssen wir irgendwann auf dich zurückgreifen. Im Moment auf jeden Fall erst einmal nicht. Stop! Stop it! Wieder zurück. Wir haben zwar jetzt den Meisterball, aber wir müssen trotzdem nochmal ganz kurz hier shoppen gehen. Und zwar ein paar weitere Bällchen hätte ich doch ganz gerne dabei. Wie viel können wir kaufen? 79. Na, machen wir mal 40. Ich denke, das reicht erstmal. Geben wir ziemlich viel Money aus dafür, aber passt schon. Passt schon, passt schon. So, dann haben wir den unteren Teil abgehakt. Hier gibt es aber auch noch ein paar Leute, mit denen wir sprechen können. Team Plasma hat gezielt Jagd auf bestimmte Pokémon wie Filelu gemacht. Auf diese Art und Weise sind vielen Leuten ihre Pokémon gestohlen worden. Das ist unverzeihlich. Ja, das ist echt nicht so cool. Panayiro City, eine Stadt vom Winde verweht. Ja, geht so, ne? So windig sieht es jetzt hier nicht aus. Wenn du den Orden der Arena von Panayiro City errungen hast, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Stimmt, irgendwas war da, ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Gegenwind, Gegenwind! Wenn es in Geraldines Arena an einem nicht mangelt, dann sind es Windböen. Wozu man direkt neben der Landebahn Gewächshäuser gebaut hat? Na, damit man das frische Gemüse noch schneller zum Abnehmer bringen kann. Okay, muss also keinen Qualitätstests oder Massenproduktionssachen unterlaufen, ja. Was ist das hier? Panayiro City Zustelldienst. Schnell und sicher, wohin auch immer. Okay. Mal gucken. Hallo, was gibt's denn hier Schönes? Wir haben hier einmal dich, ganz hinten in der Ecke. Wenn man nichts über den Aufbau eines Flugzeugs weiß, ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, es instand zu setzen. Im Pokémon-Kampf verhält es sich ähnlich. Je besser man sich mit Pokémon auskennt, desto höher sind die Chancen auf einen Sieg. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Flugzeug ist komplex, bei Pokémon musst du halt nur einen A-Knopf drücken. Da kann man auch so gewinnen. Flugzeug kannst du wahrscheinlich nicht einfach starten, indem du irgendeinen Knopf drückst. Oh, Herzkonfekt, du zarte Süßigkeit, für den der fand des Lebens Glück in einem anderen seinem Gegenstück. Du hast gelindert wohl sein Herzeleid. Reichlich soll er von dir verdrücken, so kann vielleicht noch mehr ihm glücken. Wenn du mir viele Herzkonfekte bringst, gebe ich dir etwas Besonderes dafür. Ey, das hat sich nicht mehr gereimt am Ende.
Willkommen in Panaero City, der Stadt der Lüfte. Hier, nimm dies als Andenken an deinen Besuch. Hackattack. Okay. Versteckt Flugattacken. Auch nicht unbedingt schlecht. Wenn du deinem Pokémon das Item Hackattack zum Tragen gibst, versteckt dies die Wirkung von Attacken des Typs Flug. Was trägt denn eigentlich Wollfalke gerade? Zauberwasser? Zauberwasser. Ich glaube, der Surfer ist halt schon ziemlich stark. Ich glaube, wir geben ihm lieber Hackattack, weil wir da eine physische und eine spezielle Flugattacke haben. Und damit die eventuell häufiger einsetzen könnten. Surfer ist natürlich unsere stärkste Attacke, deswegen werden wir die nach Möglichkeit immer einsetzen. Aber ich glaube, mit Hackattack können wir halt nochmal unsere Attackenvielfalt so ein bisschen verstärken. So, bitteschön. Ja. Ich freue mich schon, wenn wir Akrobatik lernen. Da gibt es, glaube ich, eine TM dann, ne? Bald. Und dann werden wir ihm gar kein Item mehr geben, weil dann haben wir eine sehr, sehr starke Flugattacke. Pokémon mit der VM-Attacke Fliegen können dich am Pokémon-Center von zuvor von dir besuchten Orten absetzen. Ja, das ist mir nicht neu. Oha, du, du bist nicht im Besitz der Medaille Fliegerass? Ach, sag bloß. Wir Piloten sind alle total heiß auf diese Medaille. Ich dachte mir, wenn sie jemand hat, dann du. Ja, ich kann mir die bestimmt auch noch holen. Guten Tag, wir vom Zustelldienst von Panaero City befördern schnell und zuverlässig. Wir transportieren auch Personen, aber nur mit Erlaubnis der Arenaleiterin. Kann gut sein, dass wir hier fliegen müssen, ne? Weil irgendwie ist ja Twin Drake scheinbar gerade nicht zugänglich. Vielleicht braucht man den Flughafen. Hey du, hast du zufällig Pokémon vom Typ Flu oder Psycho dabei? Oh ja, ich sehe da einen Zwaroness in deinem Team. Ich brauche seine Hilfe, um an einem Frachtstück zu gelangen, das für mich zu weit oben liegt. Bitte hilf mir. Okay. Ha, vielen Dank, hier als kleines Dankeschön. Einen Netzball. Wow. Pokémon sind einfach Gold wert. Ja, sie sind Gold wert. Gib mir Nugget und nicht Netzball. Meine Güte, ist das so schwer zu begreifen? Okay, was haben wir hier? Sind das eigentlich Trainer? Achso, ich dachte gerade, ich wurde angehalten im Spiel. Boah, Alter, ich weiß gar nicht, wo ich hier genau anfangen soll. Hier ist ein Item. Wusste ich, dass es das hier gibt. Freier Fall. Irgendwie eine komische Attacke. Gehen wir nach ganz unten und dann gehen wir von ganz unten nach ganz oben. Machen wir das einfach so. So, jetzt sind wir bei den Gewächshäusern und hier haben wir jemanden, der sich versteckt. Will man schmackhaftes Gemüse haben, muss man es im Gewächshaus züchten. Wichtig ist, dass es genügend Nährstoffe bekommt, denn die machen später einen Großteil des Geschmacks aus. Früher hatten hier doch so ein paar Kinder ihren Schatz vergraben oder so, ne? War da nicht irgendwas? Ich meine schon. Oh, da ist das Item. Hat man gar nicht gesehen gerade. Top-Schutz, okay. Danke dafür. Ist eigentlich Akrobatik die Attacke, die man von der Arena-Leiterin bekommt? Wenn ja, dann kann man ja damit rechnen. Übrigens buggen die Gewächshäuser hier gerade so ein bisschen. Dann kann man ja damit rechnen, dass alle Pokémon Akrobatik können. Und das könnte richtig wehtun. Ich bestelle die Felder bei Panaero City. Ja, und dafür brauche ich Mulche. Du bist ein Pokémon-Trainer, stimmt's? Dann kennst du dich vielleicht, kennst vielleicht die versteckten Lichtungen, ne? Da findet man nämlich manchmal... Ja, da findet man manchmal Mulche. Also Mulche meine ich natürlich. Ich liebe Mulche über alles. Ach, wäre nett, wenn du mir welche bringst, ne? Ach, naja. Nein, bei dir schlägt mein Geruchssinn nicht im geringsten aus. Das heißt wohl, dass du keinen Mulch bei dir trägst. Lass mir das ja nicht zur Gewohnheit werden, ja? Oh, ich brauche Mulche. Gib mir Mulche. Ich brauche das für meine Pflanzen, ja, ja? Für meine Pflanzen. Oh, ja. Hi. Mein Pokémon liebt Bären, weißt du? Deshalb reisen wir auch auf der Suche nach Bären durch die Weltgeschichte. Wäre es nicht toll, wenn es einen Ort mit so vielen Bären gäbe, dass man darin baden könnte? In der Kontaktebene wurde eine neue Festivalmission hinzugefügt, die große Bärenernte. Am liebsten mag mein Pokémon Yonago-Bären. Damit schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn diese Bären füllen AP auf. Okay, interessant. In Bären baden, ja, das wäre komisch. Eigentlich nicht so cool, oder? Die VM-Attacke Fliegen ist der Hit. Immerhin erlaubt sie, selbst winzig kleinen Pokémon-Personen durch die Lüfte zu tragen. Ja, so einen kleinen Taubsi, so einen kleinen... Alter, wie klein dieses Flugzeug ist. Ich bin so groß wie die Schnauze. Größer. Ich bin... Entweder ist das Flugzeug ziemlich klein oder ich ziemlich fett. Von Panaero City aus starten inzwischen einige Passagierflugzeuge. Es hat schließlich nicht jeder ein Pokémon mit der VM-Attacke Fliegen. Das mag sein. Und du guckst dir gerade so das Flugzeug an oder bist du der Experte? Anders als Pokémon können Flugzeuge ohne Startbahn nicht abheben. Aber dafür bieten Flugzeuge viel mehr Stauraum für Transportgüter. Ja, Flugzeuge sind auch ganz cool. Giraldins Flugkünste übertreffen inzwischen sogar die ihres Großvaters, der selbst ein legendärer Pilot war.
Und hier sind wir an der Arena, oder? Ist das die Arena? Ja. Pokémon Arena von Panaero City, Arena-Leiterin Geraldine, eine Meisterin der Lüfte. Okay, Geraldine. Wir werden auf jeden Fall auf dich zurückkommen. Im Moment möchte ich, glaube ich, die Arena noch nicht betreten, sondern mir erstmal den Turm des Himmels ansehen. Dazu müssen wir hier rechts lang. Und betreten, glaube ich, auch eine neue Route. Route 7, wo wir ein neues Pokémon fangen können. Und vielleicht ist da ja direkt irgendwas super Cooles dabei. Wäre ja vielleicht nicht das Verkehrteste. Von daher hoffen wir, dass irgendwas Geiles dabei ist. Auf geht's, Pokémon, erscheine. Unser neues Routen-Pokémon wird kein Sesokitz, weil Sesokitz haben wir schon. Ist jetzt nicht so mega spektakulär gewesen. Ja, Hagel, ich weiß, ist super toll von dir. Macht Spaß mit dir. Hagel ist eine ganz tolle Sache. Wisst ihr, ich gehe auch immer raus, wenn es hagelt und lass mir den Kopf einschlagen von riesigen Hagelkörnern. Ein Navitaub. Wir haben auch schon ein Dusselgur, deswegen dürfen wir auch Navitaub nicht mehr fangen, weil wir bereits ein Pokémon aus der Evolutionsreihe haben. Lohnt sich also auch nie so ganz. Dann gucken wir nochmal weiter, ob wir hier noch was anderes neben Sesokitz und Navitaub finden. Unser Routen-Pokémon könnte ein Kuckmada werden, was wir auch besitzen. Boah, jetzt sag nicht, dass es hier auf dieser Route irgendwie keinen Routen-Pokémon gibt für uns. Aber bestimmt gibt es irgendwas super Seltenes. Und das ist jetzt unsere Chance, dieses super seltene Pokémon zu finden. Hoffen wir es einfach mal, dass jetzt irgendwas Cooles auftaucht. Zwei Pokémon lasse ich auf jeden Fall noch auftauchen. Zebritz! Ui! Einfach mal direkt ein wildes Zebritz. Ich glaube, ein Eleseba haben wir noch nicht, ne? Ich glaube, Zebritz hatte ich damals auch in meinem Team. Und Zebritz ist halt auch echt generell ziemlich cool. Aber ich glaube, ich will es nicht wieder im Team haben. Natürlich, für den Arena-Leiterkampf wäre es super wertvoll. Und es ist auf einem richtig guten Level auch für uns, dass wir es direkt mittrainieren könnten. Aber ansonsten... Hatten wir das halt schon mal. Aber grundlegend, ja. Wäre es eigentlich eine sehr, sehr hervorragende Teamergänzung. Elektro wäre schon nicht schlecht. Na gut, schauen wir mal, ob es drinne bleibt gleich im ersten Ball. Das würde mich verwundern, aber es bleibt direkt drin. Okay. Erstaunlich. Für Zebritz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein stürmischer Geselle. Wenn es wütend ist, feuert es über seine Mähne in alle Richtungen Stromsalven ab. Donnerkeil. Okay. Möchtest du dem Zebritz einen Spitznamen geben? Na klar. Und zwar hat sich dieses Mal der gute alte Frigo gewünscht, ein Elektro-Pokémon zu sein. Der war auch der nächste auf der Liste. Also einer der ersten, die sich gemeldet haben. Und damit willkommen im Team, Frigo. So. Level 33 also, ja. Das... ist stärker als Raider zum Beispiel und würde sich einfach perfekt eingliedern und es trägt irgendein Item, eine Amrinar-Beere. Okay, die brauchst du wahrscheinlich eher weniger, aber Nitroladung, Verfolgung, Funksprung, Stampfer, es sind halt auch schon passable Attacken dabei und wir wären dumm, wenn wir dich nicht nehmen würden. Lush macht was? Ich erkenne das irgendwie nicht. Ich erkenne zwar, dass die Spezialverteidigung scheinbar gesenkt wird, zumindest ist sie blau. Ich glaube, blau war senken. Was Rotes erkenne ich einfach nicht. Na egal. Auf jeden Fall wird, glaube ich, die Spezialverteidigung gesenkt. Was nicht optimal ist, aber passt schon. Passt schon. Okay, Funkensprung. Ja. Na gut, dann haben wir jetzt Frigo mit dabei im Team. Machen wir es einfach so. Und wir geben dir auch direkt mal den Magnet, denke ich mal, den wir gerade ja erst bekommen haben. Elektrojuwel hätten wir sonst auch. Aber eigentlich... hatten wir den Magnet bekommen, da ist er doch. Haben wir so viele Items seitdem schon wieder dazu gewonnen? Mann. Gut, Raider nach vorne und dann werden wir uns jetzt noch mit den Trainerchen hier beschäftigen, die hier ja auch noch irgendwie rumkräuchen und fleuchen. Vielleicht ist jetzt auch wieder Zeit, an der Zeit Schutz einzusetzen. Ihr könnt ja gerne wieder in die Kommentare schreiben, ob wir da jetzt eben ein gutes Pokémon gefunden haben oder ob man da noch was viel Besseres hätte finden können. Interessiert mich mal. Haut mal gerne raus. So, nee, ich will hier nicht rauf. Ich möchte eigentlich... mir die ganzen wilden Pokémon snacken. Hier haben wir einmal Zink. Das wird kein Tarnpignon sein, oder? Oh doch, tatsächlich. Krass. Hätte ich nicht erwartet, dass wir dich hier nochmal treffen, du kleiner Furz. Aber gut, von mir aus Level 36 sogar. Heilige Mama. Haben wir eine spezielle Flugattacke? Nee, ne? Dann besiege ich es auch nicht. Dann fliehe ich einfach. Ist besser. So, hallo. Na du, wildes Pokémon. Okay, krass.
ein Tarnpignon. Schon wieder. Boah, eigentlich hatten wir Glück, ne? Tarnpignon wäre halt echt kacke gewesen. Nicht, weil ich Tarnpignon nicht mag, das auch. Aber es wäre halt auch schon wieder Pflanze, Käfer, das Übliche gewesen. So, jetzt kämpf endlich gegen mich. Danke. Ich brauche ein paar Level, sonst tauchen hier nach wie vor wilde Pokémon auf. Immer im Kreis herum, Reihum. Kannst du mit mir mithalten, ohne dass dir schwindelig wird? Los geht's mit einem Reihumkampf. Ui. Reihumkampf. Okay, ich weiß nicht, wen wir vorne haben. Ich glaube, Elfuno und Silimantur noch, ne? Bisbug, Sisukids und irgendwas noch. Noch ein Sisukids. Okay. Reihumkampf. Ja, dann lasse ich vor allem Raider kämpfen. Nach Möglichkeit. Bedroher von Bisbug senkt unseren Angriff. Ist natürlich nicht so cool. Aber passt schon. So, Giftstreich ist nämlich auch noch sehr effektiv auf die Sisukidse. Sofern er jetzt wechselt. Wechselt er, dann sollte das erste down gehen. Selbst wenn unser Angriff geschwächt ist. Boah, nicht. Tatsächlich nicht. Okay. Sprungkick. Macht aber absolut keinen Schaden. Hagelkörner kommen noch dazu. Die könnten gegen Sisukids sogar schon reichen. Könnten reichen. Haben sie jetzt leider nicht. Ich hänge ein bisschen hinterher gefühlt. Okay, jetzt kommt Bisbug. Giftstreich. Eine Vergiftung wäre ziemlich nice. Weil wir werden nicht die Hälfte abziehen. Ne, bei weitem nicht. Knöscher. Au, Volltreffer. Nicht so cool. Ganz schon gar nicht cool. Wir müssten schon fast heilen, ne? Oder wir rotieren einfach, glaube ich. Wir rotieren einfach. Und zwar hauen wir Keksi rein. Wobei das halt nicht so geil wäre gegen die Sesokitze, ne? Ah, schwierig. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie einen Bodycheck noch abbekommen, weil der wird eventuell nicht reichen, aber ich bin mir dessen auch nicht so ganz sicher. Wir könnten auch... Ja, komm, lass uns eine Runde Silimantur reinhauen mit Steinhagel. Das wird schon ein bisschen Schaden anrichten. Das ist jetzt das gesunde Sesokitz, ne? Aromakur. Das heilt Statusveränderungen, oder nicht? Also, Paralyse und sowas. Bringt jetzt nicht so viel. Gut, Sisukids kassiert ordentlich. Hagelkörner hauen auch nochmal rauf. Dann... nochmal Steinhagel, falls er jetzt wieder auf Bisbug geswitcht wird. Ne, es wird aufs andere Sisukids gewechselt. Das sich mit Bodycheck selbst umbringt. GG, Sisukids. Ne, es hat sogar überlebt. Schade. Ich dachte eigentlich, dass es nur noch so ein, zwei Kapierchen hätte. Und sich jetzt selbst tutet. Aber leider nicht. So. Hagelkörner, jetzt ist Bisbark wieder da. Dann hau mal den nächsten Steinhagel hinterher. Bitteschön. Wie gefällt dir das? Ich hoffe ganz gut. Schreck zurück. Nice. Wieso waren wir überhaupt schneller? Hä? Wieso waren wir denn gerade schneller? The fuck? Energieball. Aua. Aber halten wir aus, halten wir aus. Macht aber schon gut Schaden, ne? Macht schon ganz gut Schaden. Aber die Sisukidse sind weg. Damit können wir jetzt auch Keksi in den Kampf schicken. Und Keksi kann dann gegen Bisbug alleine klarkommen. So, Hallöchen. Dann wechseln wir mal auf Keksi. Hallo. Und Gigasauger. Auf geht's. Auf geht's. Du kriegst jetzt einen Tritt in den Po. Ja, toll. So. Wunderbar. War ein schöner Doppelkampf. Hat Spaß gemacht. War fordernd und alles und hat Erfahrungspunkte gegeben. Und ein Levelchen für Raider. Level 33. Sehr schön. Versucht Akrobatik von alleine zu erlernen. Ah, mies. Akrobatik hat Stärke 110, sofern wir kein Item tragen. Und Fliegen ist halt deutlich schwächer dann. Und braucht eben auch zwei Runden. Aber will ich Biss verlernen? Ich weiß es nicht. Aber Akrobatik ist schon eine coole Number. Ist schon ziemlich mächtig. Deswegen... Boah... Ja, komm. Scheiß auf Biss. Scheiß auf Biss. Passt schon. Irgendwie. Wir erlernen Akrobatik. Wunderbar. Jetzt bin ich derjenige, dem schwindlig geworden ist. Tja, Pech gehabt, ja? Konntest nicht mit meinem Tempo mithalten, mein Junge. Dann müssen wir natürlich Raiders Item noch wegnehmen. Was Überreste sind, ne? Was auch eigentlich schade ist. Vielleicht doch nicht so clever gewesen, Akrobatik beizubringen. Vielleicht wäre Biss doch cooler gewesen. Na egal, jetzt haben wir Akrobatik beigebracht. Jetzt müssen wir damit auch leben. Womit wir auch leben müssen, ist, dass wir jetzt erstmal noch ein Tafelwässerchen geben müssen. Bitteschön, Raider. Niklas sollten wir vielleicht auch nochmal ein bisschen heilen.
So. Gut. Dann lass mal vielleicht an Stelle Nummer 2, also Niklas an Stelle Nummer 3 rücken, falls wir wieder einen Dreierkampf haben. Und Keksi packen wir mal nach hinten und Frigo an Stelle Nummer 2. Gut, gibt es dann hier jetzt noch irgendwie Trainer im Gras? Im Gras nicht, aber hier haben wir noch einen Züchter. Den werden wir mal noch mitnehmen. So, ein, zwei Kämpfe machen wir noch. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ja, du hast erfasst. Ich will kämpfen. Ich sehe, wir verstehen uns. Wir verstehen uns prächtig. Ja, gut, ne? So muss das auch sein im Leben. Pokémon-Züchter Malune mit zwei Pokémon. Mit Picolente. Okay, sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Und mal sehen, was er dann noch als zweites rausrückt. Ja, Akrobatik ist auf jeden Fall jetzt unsere stärkste Attacke. Mit Stärke 110. Zusammen mit einem Flugjuwel. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Flugjuwel haben. Wahrscheinlich nicht. Aber könnten wir auch eine einmalig super krasse OP-Attacke loshauen. Ist ja auch ganz geil. Und als nächstes kommt Navitaub. Ich glaube, da wechsle ich direkt mal auf Frigo. Und ich hoffe, dass eine Flugattacke kommt und keine Normalattacke, weil wir schon ein bisschen angeschlagen sind. Na gut. Schauen wir mal, was Frigo so drauf hat. Ein bisschen muss es ja auch was aushalten, ne? Funkensprung kommt. Wir sind auch schneller, das ist schön. Und über die Hälfte. Ja, One-Hit. Nice. Sehr geil. 1300 Erfahrungspunkte, die hast du dir auch verdient. Es ist immer ärgerlich, wenn man verliert, aber gleichzeitig bin ich auch froh darüber, dass meine Pokémon stärker geworden sind. Es ist lang mal wieder ein ewig langer Text, den ich geschafft habe vorzulesen. Wow. Wenn du auf den Holzplanken verfallst, fällst du hinunter. Also muss ich schon zügig durchgehen am Stück, ne? Na gut, Leute, das soll es erstmal gewesen sein für den heutigen Part. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Das Ohrdurch lassen wir uns jetzt aber nicht noch entgehen. Das nehmen wir natürlich mit. Hallo, Ohrdurchlein. Na? Ich habe gehört, du gibst mir ein paar Erfahrungspunkte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, wenn dem so sein sollte. Und schaut auch gerne morgen wieder rein, wenn es dann weitergeht mit Pokémon Schwarz 2. Ach, du hast jetzt nicht noch eine Bäre, die dich heilt. Mensch, oh doch. Geheimpower. Cool. Wir schlafen ein? What? Ich glaube, damit ist Geheimpower die einzige Attacke, die was abzieht und einschläfern kann, oder? Mann, das ist nervig. Ey, hör auf. Du machst mir ganz schön viel Schaden. Und uns fehlt jetzt gerade so ein bisschen, das Dings. Was will ich sagen? Die Überreste, die uns zwischendurch mal auffallen. Die fehlen uns etwas. Zwango? Was macht Zwango nochmal? Konzentrator. Lebekraft haben wir jetzt. Oh, okay. Lebekraft. Klingt zumindest jetzt nicht so schlecht, ne? So, wir schlafen weiter tief und fest. Finde ich gut. Wieder Geheimpower. Sieht halt pflanzenmäßig aus, deswegen dachte ich eigentlich doppelt nicht so effektiv, aber Geheimpower ist natürlich... Alter, Mann! Ist natürlich vom Typ Dings. Vom Typ, normal. Können wir jetzt mal bitte dann durchkommen? Dankeschön. So, Ordoch ist dann auch down. Das gibt hoffentlich mindestens 7 Millionen Erfahrungspunkte. 2400. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt, ne? Noch den Part ein bisschen weiter zu strecken. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss!